craziest rhymes ever made by man. I'm going into this mic written by this hand. I'm coming out of this mouth. Wir schauen uns jetzt das zweite Spiel der heutigen Saison der Austrian Football League an. Heute heißt es Danube Dragons vs. Salzburg Bulls. Und ich bin schon gespannt, wie das Spiel ausgeht. Pulling out rhymes like books off the shelf. Born in England, raised in Holland, start to go for myself. This is stone cold rhyming, no frills, no fluffs, and it's no accident that these rhymes sound tough. I'm going off, baby, there's no turning back. I'm on your TV, on your album, cassette, and 8-track. And when the show is finally finished, I'll be taking my bow. My name is Jung, and yo, I got no how. You know what I'm saying? I got no how. Party people. It just like this. I got juice like the president. I'm making rappers hesitant. Invite me to your house and I'll be chilling like a resident. Yes, cause I'm that type of man. Cause I make myself at home no matter where I am. I got it rolling like thunder. Making y'all wonder why I'm on top with all the other rappers under. I make no errors, mistakes, or blunders. It's like a wedding, then no man put us under. My name is Young and see, I like to rock right well. Cause when I get up on the mic, I just release my spell. It's no hocus pocus. I just get you into focus and swarm all over you just like a horde of locusts. Smooth operator, female persuader, spot a fly girl. Wir haben jetzt gleich Pause. Wie würdest du das Spiel bis jetzt mal analysieren? Also echt phänomenal. Unsere Defense hält und wir führen 35-6. Also es kann nicht mehr viel passieren, außer dass wir noch höher gewinnen. I ruin, cause I know what I'm doing. I treat them like government gum and start chewing. I spit them out when the flavor's gone, and I repeat the chewing process till the break of dawn. Cause I'm tough like a bone, sly like Stallone, rocking and clocking on the microphone. Smooth like a mirror and hearts that strike terror. Rhymes like runs and hits with no errors. Cold like a blizzard on the mic. I am the wizard with the funky fresh rhymes coming out of my gizzard. Never sneezing, never coughing. I rock the mic often. Hard as a rock and no sign I'll soften. Making sure I get respect on my mind. Rhymes connect. I start to build like a builder from an architect. Moving all around above and under the ground. You see my face and then you hear my sound. Coming at ya with the mic in hand. I'm gonna take command just the way I plan. Cause I'm a one man band and you are my fan. Don't you understand? I'm like Superman. You're the man of steel. Don't you know the deal? You better be for real. I got sex appeal. This is what I feel and this here's my vow. And now you know the brother with no how. You know what I'm saying? I got no half, and I'm chillin', never illin'. In my mouth I got two feelings, whatever. I'm on a mic, cold stone, getting over. My name is Young and seen known as the Fly Casanova, kick it. Gratulation zum Sieg, es war wirklich ein deutliches Ergebnis. Wie erklärst du dir das Spiel aus deiner Sicht? Ja, wir haben heute wenig Fehler gemacht und haben unser Spiel durchziehen können. Und ich glaube, dass das den Unterschied gemacht hat. Wir haben in der ersten Halbzeit haben die Bulls sehr gut dagegen gehalten. Wir haben es dann aber geschafft, kurz vor der Halbzeit mit einem Doppelschlag die Partie eigentlich schon frühzeitig zu unseren Gunsten zu entscheiden und haben dann in der zweiten Halbzeit eigentlich die Partie relativ trocken hinuntergespielt. Jetzt ist das erste Spiel gespielt. In welchen Punkten müsst ihr euch noch verbessern jetzt für die kommende Saison? Das Hauptaugenmerk muss es sein, an den Game Speed ranzukommen. Das merkt man jetzt einfach, wenn du aus der Division 1 rauskommst und in diese AFL einsteckst, ist einfach, es bewegt sich schneller. Wir haben manche Imports, jetzt unsere Importspieler, die haben auch heute sehr bis zur Grenze eingesetzt. Unser Ziel muss es sein, dass wir die gesamte Mannschaft an diesen Speed rantasten und ranbringen und dann werden wir konkurrenzfähig sein. Aber es war uns klar von Anfang an, dass wir heute nicht hierher fahren und mit einem haushohen Sieg heimfahren werden. Man kann immer noch verbessern. Es sind immer Kleinigkeiten, kleine Fehler, die passieren. Man darf nicht vergessen, dass jedes Team uns einen anderen Look geben wird. Und wir müssen uns einfach jede Woche wieder neu sehr konsequent vorbereiten und dürfen da einfach nicht im Training nicht nachlassen. Jede Woche ist ein neues Spiel, jede Woche kann alles passieren. Wir müssen uns sicher steigern. Also auch wenn es vielleicht heute besser ausgeschaut hat, waren noch viele Sachen, die man verbessern müsste. Da müssen wir alles Video anschauen und der nächste Gegner mit den Invaders mal schauen, wie die morgen sind gegen die Vikings, aber man muss halt sich immer auf jeden neu vorbereiten. Wir können uns nicht ausruhen auf einen Sieg wie den, also das zählt nichts. Nächste Woche ein neues Match, also. Welche Aussagekraft hat das Spiel jetzt heute auf die kommende Saison? Auf die kommende Saison?
Das kann man fast gar nicht sagen. Ich meine, die Dragons als selbsternannter Austrian Bowl Finalist 2010 ist ja ihr erklärtes Ziel, sind ein starkes Team. Also sie sind sicher unter die Top 3 in Österreich. Wir als Aufsteiger, gehörig unter die Räder gekommen, kann man fast keine Prognose abgeben. Das muss man erst dann bei den nächsten Spielen sehen, wenn wir gegen einen anderen Gegner bzw. die Dragons gegen einen stärkeren Gegner gespielt haben. Ich gratuliere den Danube Dragons zu ihrem ersten Sieg in der heurigen Saison und freue mich schon auf viele weitere.